Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Hunderttausende Kinder täglich werden mit einem mal mehr, mal weniger bescheidenen Fahrradanhänger durch die Gegend gefahren. Aber was ist, wenn du keine Kinder transportieren möchtest, sondern Dinge? Dann gibt es sowas hier. Und den hinterher HXXXL gucken wir uns heute einmal ganz genau an. Hinterher wurde 2012 in München von Peter Hornung gegründet. Der hat hochwertige Möbel gebaut und sich dann geärgert, dass er die immer in München und im Münchner Umland mit dem Transporter transportieren musste. Er suchte also eine bessere Möglichkeit und hat dann kurzerhand seinen eigenen Anhänger entwickelt. Und hinterher hat er auch einige Preise dafür eingeheimst und meines Erachtens zu Recht. Heute besteht das Portfolio von hinterher aus über 20 verschiedenen Anhängern, die sich dann auch noch wild konfigurieren lassen. Vom H-Mini für die kleinen Laster des Alltags bis hin zum mächtigen Transporter für 5 Fahrräder oder eine Europalette. Aber es gibt nicht nur flache Ladeflächen, sondern auch Boxenaufbauten. Es gibt Aufbauten für den SUP bzw. Kajaktransport bis hin zu richtig großen Marktständen. Und möglich ist das nur, weil sie das in München im Manufakturbetrieb aufbauen und jeder Anhänger von Hand montiert wird in München. Habe ich schon mal gesagt, dass das in München passiert? Das hier ist der HXXXL Lite. Und der sitzt am oberen Ende der normalen Fahrradlastenanhänger von hinterher. Er bietet in der Länge Platz für 3 Euro-Boxen und ist dabei immer noch gut transportabel. Und wie sich der nachher schlägt im Alltagsbetrieb, was wir alles damit gemacht haben und wie sich der fährt, das sehen wir nachher noch. Aber jetzt gucken wir uns den einmal im Detail an. Das Herzstück eines solchen Anhängers ist natürlich die Ladefläche, die hier bei den H-Modellen auch den Rahmen darstellt. Wir haben hier eine wannartige Ausführung, sodass eben Dinge nicht einfach runterrutschen können, wenn da nicht diese Löcher wären, die bei den Light-Modellen vorhanden sind, um das Gewicht des Anhängers nochmal deutlich zu reduzieren. Wie gesagt, gibt es Platz für 3 Euroboxen hintereinander. Das heißt aber auch, dass die Breite des Anhängers nach wie vor komplett alltagstauglich ist. Der ist nicht breiter als ein normaler zweisitziger Kinderanhänger, was die Nutzung im Alltag und auch gerade bei schmaleren Radwegen deutlich erleichtert. Rundherum sind dann hier so Schlitze eingearbeitet in das Material, um Spanngurte durchzuziehen oder Haken einzuhaken und damit das Ladegut eben am Ende nicht verrutscht. Und somit ist dieser HXXXL größer und besser nutzbar als 90% aller Lastenräder. Also zumindest, wenn man keine Kinder mitnehmen möchte. Aber für so Familienpillepalle ist der hinterher sowieso nicht gemacht. Das ist ein echtes Arbeitstier für Profis. Ein Anhänger für alle, die auch größere Dinge regelmäßig im Alltag transportieren müssen und aufs Auto verzichten wollen. Und auch einfach Leute, die dem Fahrradfahren sehr enthusiastisch gegenüberstehen. Wie mir zum Beispiel. Und die erfreut dann auch, dass dieser Anhänger einfach wahnsinnig hochwertig gefertigt wurde. Alle Verbindungen, alle Bolzen, diese Lackierung hier, alles, was man auf der Unterseite sieht, ist äußerst präzise gefertigt und ist eine echte Freude, damit ja, zu fahren, aber auch ihn zu montieren und demontieren. Denn der hinterher lässt sich auch äußerst platzsparend lagern. Dafür muss man einfach nur den Ständer einklappen, das Rad abnehmen und dann kann man dieses Rad einfach in das dafür vorgesehene Loch reinstecken, hier in der Ladefläche. Und das hängt dann zwar ein bisschen rum, hält aber fest. Das zweite Rad ins zweite Loch. Und dann kann man, je nachdem wie viel Platz man hat, auch die Deichsel hier entfernen. Und irgendwie mit hier unterhaken. Und schon nimmt er nur sehr wenig Platz weg. Und wenn man ihn wieder aufbauen möchte, dann nimmt man ihn einfach. Und dann die Deichsel. Moment, war die da oder da drin? Ich glaube, die war noch so, oder?
Jetzt ist aus dem großen Anhänger ein Handwagen geworden. Das ist auch eine sehr praktische Funktion. Und wenn man dann wieder losfahren möchte, dann nimmt man einfach die Deichsel, löst die hier, zieht den Splint raus, der auch hier an so einem Edelstahlseil sitzt, zieht die Deichsel raus und steckt sie dann hier wieder in der Fahrradposition fest. Und durch diese sehr stabile Hardware kann man da im Grunde auch nichts falsch machen. Und das Coole ist dann auch hier, dass das nochmal mit einem Schnellspanner gequetscht wird und sich damit eine Verbindung ergibt, die auch keinerlei Toleranz hat. Also hier, jede Bewegung in der Deichsel geht 1:1 zum Anhänger rüber und somit ist das ganze System auch verschleißfrei. Da rüttelt sich nichts lose. Und bei diesem Anschlussstück der Weber-Kupplung ist dann auch noch cool, dass sich das auf der einen Seite sehr einfach an ein Fahrrad anhängen lässt und auch wieder lösen lässt, sich ebenfalls dann noch abschließen lässt, falls man den Anhänger am Fahrrad dran lassen möchte. Aber es ist auch ein hervorragendes Griffstück, wenn man das eben als Handwagen verwendet. Aber irgendwie sieht das hier anders aus als auf den Produktbildern. Das liegt daran, weil dieser Anhänger das SL-Paket hat. Und das steht nicht für super leicht, ist ja kein Sportwagen, sondern für Schwerlast. Und mit diesem Paket darf der Anhänger eine maximale Gesamtlast von 100 Kilogramm haben. Das ist jede Menge. Da muss man dann allerdings auch auf die richtige Kupplung achten, dass die ebenfalls 100 Kilogramm hinten ziehen darf. Aber guckt euch mal hier dieses fette Rohr an, diese fette Deichsel und auch diese Aufnahme für die Deichsel ist richtig massiv gefertigt. Aber der Vorteil ist an diesem Anhängersystem, dass auch schon die normale Deichsel diese Handwagenfunktion bietet. Überhaupt hat unser Anhänger so einige Upgrades und Zubehör bekommen. Die Laufräder hier sind verstärkt und mit Schwalbe-Pickup-Reifen ausgestattet. Auf der Rückseite sind zwei Rückleuchten installiert, die mit Batterien laufen und hier sind dann auch gleich Reflektoren installiert. Und hier unten dran sind dann auch noch Kantenschutzleisten, um die Rücklichter zu schützen, wenn man den Anhänger aufstellt. Den Ständer habe ich euch eben gerade schon gezeigt. Normalerweise gibt es aber hier einen einbeinigen Ständer direkt unter der Deichsel. Und diese Seitenschutzleisten hier, die sind definitiv eine Empfehlung, damit man nirgendwo hängen bleibt. Diese Gummimatte hier, die stinkt zwar fürchterlich, aber die ist natürlich richtig gut, um auf der einen Seite die Löcher bei der Light-Version zu überdecken, für eine geringere Geräuschentwicklung zu sorgen während der Fahrt und dass einfach die Ladefläche länger schön bleibt. Und Spanngurte und speziell solche Haken für die Montage direkt am Anhänger sind natürlich immer gerne gesehen. Und dann habe ich noch ein weiteres Zubehör bekommen, die den Alltagsnutzen noch mal deutlich erhöht hat, und zwar Ladebordwände. Die bestehen aus 6,5 mm dicker Siebdruckplatte, sind damit etwas flexibel, aber stabil genug, um alle möglichen Sachen von den Rädern und Reifen des Anhängers entfernt zu halten. Die Montage gelingt ebenfalls sehr einfach. Man hat hier diese Schlaufen und dann stellt man die einfach hier hin, zieht die Handschuhe aus, wenn man sonst nicht genug Feingefühl hat, zieht die Schlaufen hier unten durch. Und damit das Ganze jetzt noch Stabilität bekommt, weil das wäre nicht so passend, gibt es dann noch diese Spannrohre, die hinten eingehängt werden. Und schon hat man hier ein stabiles System. Der Vorteil an diesen Ladebordwänden ist natürlich, dass damit Dinge von den Rädern freigehalten werden, dass man einfach irgendwelche Sachen hier drauflegen kann, ohne dass man sie nach links oder rechts groß sichern muss. Das einzige Ding ist, sie verringern eben ein bisschen die Breite der Ladefläche. Insgesamt ist dieser Anhänger wirklich super variabel und wir konnten wahnsinnig viel damit erledigen, gerade in der Zeit, wo wir eben hier in dieses Studio gezogen sind. Ich musste tatsächlich nicht ein einziges Mal einen Transporter mieten. Ich habe alles hier in dieses Studio gebracht, was ich irgendwie aus den anderen Garagen oder aus dem Keller holen musste. Und das hätte ich ohne diesen Anhänger tatsächlich nicht hinbekommen. Allein die Teppiche, so, das ist ein großer Teppich, der hat hier einfach drauf gepasst. Selbst dieser Anhänger, den ich euch am Anfang gezeigt habe, hat hier drauf gepasst. Und den Anfang mit dem Hinterher hat natürlich unser kleiner Campingtrip im Sommer gemacht, bei dem wir unser gesamtes Campingzubehör, drei große Euroboxen hier hintereinander drauf gestellt haben und verzurrt haben.
Das hat wunderbar geklappt. Bei diesen ganzen Abenteuern und Erledigungen hier mit dem Hinterher gab es nur ein einziges Problem. Und ihr habt das vielleicht schon im Laufe des Videos gesehen. Dreck. 80% kam vom Zugfahrzeug. Das kann man hier vorne sehen. Hier der Ständer, der ist richtig dreckig geworden im Laufe der Zeit. Und natürlich auch alles andere, was hier dann drauf verzurrt war. Eine Lösung, um den Dreck dann zu reduzieren, ist natürlich ein langes Schutzblech am Zugfahrzeug bzw. so ein Latz von Fahrer. Aber die Reifen hier auf der Seite, die sorgen auch für ganz schön viel Dreck. Da hat hinterher aber auch eine Lösung und die habe ich jetzt hier drin. Nämlich Schutzbleche. Und die bauen wir jetzt mal an. 20 Minuten später. Und zack, Schutzbleche. Wie bitte? Die hast du schon im Intro gesehen? Da muss ich wohl mal mit dem Regisseur sprechen. Der Anhänger verliert durch diese Schutzbleche natürlich seine flache Form. Also das Abstellen und irgendwo flach lagern ist etwas schwieriger geworden. Aber dafür gewinnt er einiges an Alltagstauglichkeit. Gerade in solchen Gegenden wie Norddeutschland, wo gefühlt zu 50% des Jahres die Straße nass ist. Ich werde jetzt mal den Anhänger beladen und dann fahren wir eine Runde. Aber womit können wir den beladen? Was ist schwer genug? Ah. Das kann nirgendwo hin. Kleine Runde bei minus 1 Grad. Und nasser Straße. Und die Beschleunigung ist mit dem Fahrrad hier, mit dem Multitinker und dem Bosch Performance Line CX Motor echt gut. Der ist mit dieser schweren Last hinten dran. Zeigt aber auch, wie gut die Lager in diesem Anhänger sind. Also der rollt gut los. Allerdings muss man auch sagen, dass so ein Anhängerbetrieb natürlich ordentlich am Akku zieht. So, und beim starken Beschleunigen, da wackelt, da merkt man so ein bisschen, dass der Anhänger ein ganz kleines bisschen schwingt. Was man insgesamt merkt, ist gerade mit so einer schweren Beladung, dass der Anhänger natürlich sehr satt auf der Straße sitzt und nicht holpert. Man muss aber natürlich auch entsprechend den Luftdruck in den Reifen des Anhängers anpassen und auch im Zugfahrrad anpassen und ab auf den Radweg. Und hier kann der Anhänger natürlich seine Stärke ausspielen. Er ist nicht allzu breit, passt gut auf den Radweg drauf. Wenn man sich so ein bisschen in die Kurve legt, dann merkt man, dass der Anhänger hinten natürlich dran ist, aber er folgt gewissenhaft. Er lässt ihn nicht aus der Ruhe bringen. Natürlich gerade dann nicht, wenn er so schwer beladen ist. Aber auch im leeren Zustand rollt er gut hinter einem her. Der Anhänger selber ist ja verhältnismäßig leicht für die Größe. Das Einzige ist, wenn er unbeladen ist, federt er natürlich nicht ganz so gut. So, jetzt bin ich hier tatsächlich mit 25 km/h unterwegs. Das ist aber keine Geschwindigkeit, die ich so generell zu allen Zeiten empfehlen würde, sondern nur natürlich bei gerader Strecke. Wir haben jetzt hier eine nasse Straße. Es ist kalt. Die Bremswirkung ist nicht repräsentativ fürs ganze Jahr. Aber ich werde trotzdem bei dem Fahrradsymbol da vorne mal bremsen. So, das Hinterrad wollte natürlich recht schnell ins Rutschen kommen, aber von dem Symbol dahinter bis hier habe ich in einer aus 25 km/h doch respektablen Länge gebremst. Also selbst so schwer beladen, bekommt man das Fahrrad gut zum Stehen, wenn es natürlich selbst mit entsprechend guten Bremsen ausgestattet ist. Und wir gucken jetzt mal, wie gut er einlenkt. Hier wird man nach rechts eine Kurve fahren. Also ich kann hier selbst quasi auf der Stelle drehen. Und in der anderen Richtung ist natürlich der Winkel noch mal größer, wenn ich nicht über Schnee fahren müsste. Aber hier könnt ihr sehen, ich kann hier auf der Stelle quasi wenden. Das ist auch der große Vorteil an einem Anhänger. Da kann man auch ein kleines Zugfahrzeug haben und man hat weiterhin einen engen Wendekreis. Wobei das Zugfahrzeug natürlich nicht zu leicht sein sollte. Ich würde mal sagen, je schwerer ihr den Anhänger beladet, desto schwerer sollte auch das Zugfahrzeug sein. Deswegen sieht man ja auf der Website von hinterher auch so viele Cargo-Bikes, die Anhänger ziehen. Es ist einfach natural fit. 18 km/h, vielleicht ein bisschen zu schnell für den Schneematsch. Aber das liegt nicht am Anhänger, sondern an mir. So, hier schieben wir jetzt durch, weil es ist ein Fußweg und wir gucken mal, wie wendig das ist.
Okay. Was wichtig ist bei so einer Beladung des Anhängers, dass der natürlich gleichmäßig beladen ist über der Hinterachse. Also das Fahren mit dem HXXXL ist insgesamt sehr angenehm, selbst mit so einer schweren Beladung. Soweit zum Fahreindruck. Holen wir den mal wieder rein. Uiuiui. So ein Cargo-Anhänger wie der hinterher bietet natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Man baut ihn an, wenn man ihn braucht oder wenn es nicht mehr aufs Lastenrad passt. Er lässt sich an viele verschiedene Räder montieren und damit auch einfach teilen. Und er bietet mehr Platz als fast alle Lastenräder. Für uns ist er eine echte Bereicherung für den Alltag, gerade seit wir hier diesen Raum haben, weil wir damit in der Lage sind, eben auch Dinge zu transportieren und die Kinder mitzunehmen. So wie wir es jetzt haben, mit dem Multitanker und dem hinterher, ist das schon eine wahnsinnig gute Kombination. Allerdings ist der Spaß natürlich auch nicht ganz billig. Unser hinterher mit dem ganzen Zubehör und der ganzen Ausstattung kostet über 2000 Euro. Allerdings muss man auch beachten, dass es sich dabei um ein echtes Profi-Werkzeug handelt, aus lokaler Fertigung in Deutschland, mit einer extrem hohen Langlebigkeit und einer hohen Verarbeitungsqualität. Und dann relativiert sich der Preis auch wieder, weil diesen Anhänger wird man jahrelang ohne ein einziges Problem nutzen können. Aber was haltet ihr jetzt von dem hinterher HXXXL? Wäre der für euch zu groß oder immer noch ein bisschen zu klein? Oder was würdet ihr im Alltag damit machen? Oder habt ihr eventuell einen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann. Ja, es war einfacher als rauf.